Rucola, du bist ja schon Stammgast. Du arbeitest wohl schwer. Ja, langsam wird es zur Gewohnheit. Gut. Wie ich sehe, gewöhnst du dich an das Versenden von Fehlfrüchten. Und weißt du was? Das war ein Volltreffer. Die Leute haben die Qualität und den Preis lokaler Produkte wirklich vermisst. Ach ja, richtig. Du weißt wahrscheinlich nicht, was wir verkauft haben. Komm mir nach. Wir verkaufen hauptsächlich Importe, wie du sehen kannst. Ist dieser Bereich gut bestückt? Und alles ist teuer wegen der Versandkosten, Steuern und so weiter. Ich gebe mein Bestes, um die Preise niedrig zu halten. Meine Gewinnspanne sind hauchdünn, aber es ist einfach nicht noch weiter runter und wir können nicht davon leben. Das hier ist unsere regionale Abteilung. Sie ist so leer und wirklich traurig anzusehen. Sobald ich unsere Feldfrüchte geliefert bekomme, räume ich sie hier rein. Und sie verkaufen sich wie die warmen Semmeln, fliegen förmlich aus den Regalen. Wirklich. Als meine Eltern noch lebten, war diese Abteilung ja unser ganzes Leben. Laden mit allen möglichen lokalen Produkten bestückt. Das war etwas, worauf man stolz sein konnte. Jetzt leben wir aber in einer anderen Zeit. Die einzige Option sind Importe. Das ist mir peinlich. Jetzt, da du da bist, Rucola, können wir die Abteilung für lokale Produkte wieder eröffnen. Dafür musst du mir allerdings viel mehr Obst und Gemüse liefern. Nimm diesen Hinweis und ich habe es hier ausdrücklich erklärt. Aber keine Sorge, ich gebe dir ein paar zusätzliche Münzen zu deiner üblichen Bezahlung, wenn die gesamte Bestellung erfüllt ist. Klingt doch gut, oder? Ja. Wir müssen unbedingt die Cornflakes besorgen, die Archie so gern mag. Liebling, wir haben nicht mehr viel davon. Vielleicht nimmst du gleich mehr. Die sind ja im Angebot. Mach ich. Ich denke, Juri hat danach gefragt, aber ich erinnere mich nicht mehr an die Marke, die sie mag. Ich kaufe ihr einfach diese und noch etwas Süßes, falls es die falschen sind. Bist du dir sicher, dass du den Preis für diese Zimtschnecken nicht senken kannst? Du weißt doch, dass ich einen großen Engros für das Gasthaus einkaufe. Und nebenbei bemerkt, wohnst du dort? Wenn du vorhast, regelmäßig so viel davon zu kaufen, dann können wir bestimmt etwas machen. Aber ich muss zuerst mit Sam darüber reden, damit auch sicher alles in Ordnung geht. Das klingt gut. Hey, was machst du da? Das gehört mir. Nein, ich hab's zuerst gesehen. Was redest du da? Ich bin zuerst durch diese Tür gegangen. Klar, das bist du vielleicht, aber ich war ganz sicher hier, genau vor dem Regal und das vor dir. Ha, du und dein begütertes Damenbein, niemals. Du weißt, dass ich mich fit halte, indem ich mich um meine sehr gesunde und ertragreiche Farm kümmere. Nicht wie das, was du vor deinem Haus hast, wie auch immer du diesen Fleck Unkraut nennen willst. Zickenalarm! Meine Damen, das reicht. Ihr provoziert einen Aufstand. Hier, bitteschön. Ich habe hinten noch ein bisschen Amaranthmehl gefunden. Das sollte genug für euch beide sein. Schön zu hören, Sam. Wusste ich doch, dass ich mich immer auf dich verlassen kann. Dann nehme ich eine Tüte voll mit diesem Mehl. Quest aktualisiert.
Das ist keine Bronzequalität Gemüse 50. Also warten wir einfach darauf, dass dieser Kickstarter das Museum finanziert, Rucola. Die Leute geben uns einfach so ihr Geld. Das ist ein tolles Konzept. Ha, ich glaube es erst, wenn ich es sehe. Nein. Ich habe keine Gratisproben. So etwas gibt es bei uns nicht. Tut mir leid. Naja. Na gut, Eva. Eva Pfingstrose geben. Juhu! Woher weißt du das? Ja. Du fragst dich, wie Bonbon so süß und so fluffig sein kann. Die Dünger brauchen ein größeres Haus. Das Wetter ist so schön heute. Paul. Wow, hast du dich an mich herangeschlichen? Ups, hahaha. Tut mir leid. Nein, ist schon in Ordnung. Hier ist nur so, ist es nur so leise. Alles hätte mir einschrecken gejagt, schätze ich. Ah, tut mir leid. Okay, ich dachte, du wärst Anne. Ich sollte eigentlich von einem Laden frisches Gemüse holen, aber dann habe ich mir gedacht, warum hole ich es nicht gleich von hier, aus der Natur. Es liegt viel näher und, seien wir mal ehrlich, es schmeckt. Das haben wir nie erkannt. Heute Morgen bin ich durch den Wald gelaufen. Bin zurückgekommen, bevor Valentina sich auf dem Weg in die Schule machen musste. Das ist so ein toller Start in den Tag. Ist das von unserer Farm? Danke, Baby. Okay.
spendet. Auf und blaue Schwalben schwellen. Alles kann eine Inspiration sein, Blumentiere lebenserreichend. Nicht so viele Kokosnüsse, ja. Ein Silberware. Leckere Kartoffeln. Hallo, lieber Rucola. Hallo, wie geht es dir? Ich habe in unserem Familienkochbuch geblättert und dieses Rezept für Muschelsuppe ist mir einfach so rausgefallen. Wir benutzen es nicht oft und Mama sagte, ich kann es dir geben, besser als es wegzuwerfen, nicht wahr?
Kokosnüsse habe ich nur noch eine. Ebene 5. Bronze drauf. Thank you.
Das sind sogar zum Abgeben. Nein, Silber waren. Kompostor.
Ja, gute Nacht. Und see you next time.